Herzlich willkommen zurück bei Deliver Us Mars. Wir erkunden, erforschen gerade die eine Ark, die wir gefunden haben. Hier waren die ganzen Zellen. Also die ganzen Pots, in denen die geschlafen haben. Hier war diese Erinnerung. Und ich glaube, es geht jetzt hier weiter. Kommen wir hier rein? Ja, genau. Gut, hier ist zu, denke ich mal, nehme ich mal an. Ja. Die sind wohl alle schon auf dem Mars. Hier gibt es was zum Scannen. Irgendwo gab es hier was zum Scannen hier. Im ersten Teil. Potentia. This technology is so much more advanced than ours. The people at Outward really were Earth's best and brightest. Okay. What? The best solar panels we've produced in the past 20 years can't even reach 40. Sarah, can you find any data on the network? We can take that with us as proof. Anu, if it's true what Ryan found, this is the most advanced energy converter known to humankind. So why isn't it functional? Interessant, damit hätten sie aber bestimmt auch noch der Erde helfen können. Hätten ja beides machen können. Wenn sie unbedingt zum Mars wollen, dann gehen sie halt unbedingt zum Mars. Und man kann ja trotzdem noch zusammenarbeiten. Na gut, ich weiß jetzt nicht. Potentia, was das ist. Ah, hier steht auch nicht mehr. Na gut. Hier steht auch nicht mehr. Hier ist aber noch was. Ich glaube, das ist ein Comic. Ja, Marsman. Jetzt nicht mehr Moonman, sondern jetzt Marsman. Kann ich mir den bitte anschauen? Ja, das ist sehr komisch. Marsman Issue 1, Marooned. The astronaut departs from the moon, his destination, Mars. His goal to join the favored ones and onto a brighter future. But when the astronaut's ship gets hit by an asteroid, our hero gets stuck in a deep slumber. As his damaged vessel orbits the red planet for centuries, hidden and unknown. The astronaut remains asleep until... Author's note for all of you here on Outward. Amira and I decided to go ahead and create a new series. I'm very proud. We get to continue our passion and hopefully can bring some joy to you all as we embark on this new adventure. Gotta make a note of this. Ja, mich wundert's alles ein bisschen. Jetzt nicht wegen der Geschichte, sondern wegen der Steuerung und Sachen scannen und Sachen einsammeln. Das war alles im ersten Teil ein bisschen besser. Aber ich verstehe nicht, wenn man es im ersten Teil doch so gut hingekriegt hat, warum man es dann im zweiten Teil nicht genauso macht. Aber gut, auch die Rätsel, also dieses eine letzte Folge da am Ende, boah,
Das war ja kein Rätsel, sondern nur so ein Rumgefriemel. Naja, hier ist noch ein Chat von Jeremy. I'm so bored up here. This ship practically does everything by itself. Didn't you just start your rotation? Don't remind me. 3 whole months with guy still to go before they shuttle in the replacements. Oh, had a word with Tahani earlier? Oh yeah, what'd she say? Thought you were doing that tomorrow at the weird play thing. Hello? Sorry, security goon hovered around me. Had to pretend to be working. They've been cracking down hard on slacking here lately. Yeah, I don't know, man. I don't think she's into you, sorry. Chin up, I let you know how bad this play is. Might cheer you up. Thanks, man. Noted. Ja. Sonst noch was? Sieht nicht so aus, okay. Aber sonst die Spielwelt und so, die ist natürlich schon cool gestaltet, aber ja, das Gameplay könnte ein bisschen besser sein. Aber die Welt und alles drumherum ist sehr schön. The door to the bridge is locked, but I think I can open it with a stream point. Copy that. Keep us posted. So. Jetzt müssen wir die Dinger hier wieder mit Strom versorgen. Ah, hier ist es. Hier ist es, das kann ich benutzen. Wenn ich das hier mit Strom versorge, dann geht das hier auf. Ah, hier kann ich erstmal was schneiden. Ah, und jetzt habe ich ein neues. Das kann ich jetzt wieder benutzen. Jetzt muss die Tür auf. Aber geht es wieder zurück? Ich glaube schon, oder? Ja. Dann muss ich... Ich weiß, wie ich es machen muss. Ich muss das hier hin. Dann muss ich das da hin. Und jetzt muss ich das hier dahin. Und dann haben wir es. Hier rüber. Perfekt. So, wo sind wir jetzt? I'm through. Press onto the bridge. Aber wo ist die? Hier? Ich glaube. Ja, get to the bridge, die ist da vorne. Fliegen einige Sachen rum. Wow. Claire, I'm in the bridge and the entire room is filled with pieces of debris. You sound almost happy. Well, to be honest, the chaos looks very pretty. Easy there, Edward. Can you determine what I'll look around. Ja. Es gäbe hier einen Kampf oder eine. The emergency security doors have been activated here. Eine Explosion. Oder das. Seems plausible. Perhaps it was an accident after all.
Whatever happened behind those closed doors is the answer. An answer we can't get to. No, afraid not. What's the status of the bridge's main terminal? Das können wir wiederum nachschauen. Das können wir wiederum nachschauen. Und zwar entweder hier oder da vorne. Nicht hier, dann wahrscheinlich hier. Looks like I need to fix the MPT converters before I can turn the Ark's power back on. Output metrics show the same. The MPT dish is receiving any of the energy from the batteries. This ship's operating system is really locked tight. But I think this should open up a door behind you, right? Now, Kathy, finding a way to restore the Ark's power is top priority. I'm on it. Alles klar, wir sollen den Strom wieder anmachen. Wie überall. Und hier geht's runter. Top Priority. Dann machen wir das. Oder von hier kommen wir doch. Oder sieht es nur gleich aus? Ich glaube, es sieht nur gleich aus. Ja. Okay. Power Receiver 1. Gut, die müssen in einer bestimmten Reihenfolge. Das haben sie uns gesagt. So. Das ist so unlogisch. Ich sehe das ja nicht mal. Oh Mann. So, in einer bestimmten Reihenfolge. Jetzt Nummer 2. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier zu Nummer 2? Weil mit dem geht das, glaube ich, nicht. Das ist ja da um die Ecke. Was passiert, wenn ich es hier hin mache? Okay. Nix. Okay. Dann passiert nix, aber wir kommen auch nicht weiter. Kann ich mit den Dingern hier irgendwas machen? Kann ich die aufheben oder so? Oder kann ich da oben... Gibt es hier irgendeine Methode, wie ich das rumdrehen kann? Ups. Nee. Kann ich es hier irgendwie drehen? Da ist was. Da ist was. Wo war das? Da konnte ich irgendwo rein. Da! Hier haben wir noch eine Tür.
Ah, hier muss ich aufschneiden. Da muss ich aufschneiden. Und hier. What a mess. The breach really did a number on this place too. Whoops. Okay, ich glaube, überall, wo ich diese Dinger mache, bin ich sicher, oder? Gar nicht, ob wir alle wegmachen müssen. Ups. Da war ich zu nah dran. Ich mach's mal zur Sicherheit. Außerdem ist es satisfying, diese ganzen Dinger zu explodieren. So, dich noch. Und dich auch noch. Sehr gut. Ah, jetzt haben wir hier eine andere Tür, glaube ich, frei gemacht. Jetzt können wir hier. Lock und jetzt können wir hier das zweite Ding. Ja. Das heißt, wir müssen die anderen Türen alle wahrscheinlich auch noch aufmachen. Das erstmal verbunden. Kann ich das auch schneiden? Nee. Das will mich nicht mal schneiden lassen. Okay, jetzt wahrscheinlich das dritte, ne? Ja, das dritte ist hier. Komme ich mit dem dahin? Ah, da ist noch. Hier kommen wir noch rein. Aber würde doch auch erstmal so gehen. Cool. Dafür müssen wir hier rein. Wir sollten Taschenlampe anmachen. Von hier kam ich, oder? Ja. Ohne Taschenlampe sehe ich nichts. So, jetzt hier die Tür aufmachen. Hier sind die nächsten beiden. Also 4 ist oben. Thanks. Cool. So, cool. Ja, sehr cool. Hier ist eine weitere Tür. Und hier sind noch weitere, aber hier ist noch zu. Das können wir aufschneiden. Perfekt. Ist da oben auch noch eins? Ja, da oben ist auch noch eins. Was kommt jetzt dran? 6 da oben. Jetzt kommt 6 dran.
next one. Sechs und Nummer sieben, und ich glaube, das sind dann auch alle. Ne, acht fehlt noch. Wo ist Nummer acht? Hier ist Nummer acht. Müssen wir von hier. Ach, hier ist noch eins. I think that did it. Copy. Diagnostic? Oh, safety margins over here. Looks good over here too. Great job, Kat. Thanks, Sarah. Alright. Kat, head over to the bridge and access. Das machen wir. Das machen wir so gleich. Converter to Tisch Input Online. Our Harbos is fully functional. Congratulations, team. One arc down, two to go. Let's check the MPT, Ayla. Ja, das war's ja doch noch nicht. Noch, wir müssen die ja noch irgendwie mit zur Erde bringen. Restart MPT Connection. Das ist wahrscheinlich auch hier, oder? Oder ist das da vorne? Da vorne anscheinend. Claire, the MPT is fully operational again. I'm going to re-establish the connection to the surf. No. What? No, Kathy. We don't know what we'll find down there. You start the MPT connection. You'll be broadcasting our presence to anyone on the surface. Think before you act. Roger that. Entry guidance design has been re-optimized. Preparing for EDL. T-minus 2 minutes to cruise stage separation. Everybody copy? Copy. 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 I'm sorry for being so protective. I know I'm not mum. What I mean is, I see how much you've grown. I know I can trust you. Thanks, Commander. Moment of truth, Opera Team. If the deorbit burn doesn't function, we all know what to do. Starting burn. We are losing three-axis stabilization. Nominal velocity changes, propulsive efficiency completely tanked. Unable to correct. What about tertiary thrusters? Gone. Momentum desaturation has failed. Mass expulsion won't help. We are in loss of control. Understood. Opera team, abandon ship. Brian, Sarah, to cargo in the pods. Kathy and I will try one last maneuver. Kat, do you copy? One last maneuver. Also hoffen wir mal, dass es nicht wirklich one last maneuver wird. You can do this. Sure, okay. Auch bitte nichts auf Zeit. Kein Quicktime-Event, da bin ich immer schlecht. Kathy, we need to keep the ship stable until we're ready to drop. Run a diagnostic on the attitude controller. They're our best shot.
Was? Wenn ich activate Attitude, die meinen wohl Altitude. Was? Attitude Controllers? Ach. Die Attitude, die guten alten Attitude Controllers. So, haben wir? Viel zu langsam. Viel zu langsam. Okay. Gut. Ja. Ja, lass mich machen. Putz. So, run. Put them in. 10, 25, was? Okay, lass mich den, 2. Drei ist 60. Ah, zurück. 60. Nummer 4 ist 40. Ah! Release the ASEs. Wo mache ich das? Hier. Alex, yep. Ayla, yep. Okay, escape pods. Ich weiß. Wow, shit. Da komme ich jetzt nicht durch, oder was? Doch. Scheiße. Fucking hell. Die einen sind schon drin. Claire. Die kommt nicht und ich muss sie jetzt holen. Ich weiß es. Sie kommt nicht. Ich muss sie holen. Ich weiß. Ich muss sie holen. Oh. War klar. Please don't leave me.
Ja. Deployment commencing. 3, 2, 1. Oh, holy shit. Ist Claire tot? Ist Claire jetzt wirklich gestorben? Oder bin ich gestorben? 8000 meters to surface. Pod exceeding optimum velocity. Stabilize? Okay. Es brennt. Deploy Parachute. What else? What else do I need? Manual release. What else? Start. Machen wir schnell noch ein kleines Foto. Hier schön von unserer Bruchlandung. Ach, gib mir Deliver as Mars. Genau. Claire ist endlich tot. Nein, das ist das. Ich wollte sagen, endlich sind wir auf Mars. Nicht Claire. Endlich sind wir auf Mars und Claire ist leider gestorben. Genau. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.